zu Cramix hier. Was geht, David Paul Berger? Wir werden heute als Venom spielen und zwar das gesamte Leben als Venom in GTA 5 RP. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und ihr könnt schon sehen, wir sind hier Venom Junior, Leute. Wir sind Venom als Kind. Venom Junior, komm sofort. Oh, meine Mutter ruft, meine Mutter ruft, Leute. Ich muss nämlich heute in die Schule. Ich habe hier schon meinen Schulranzen dabei. Ja, Mama. Du musst in die Schule heute gehen, ja? Okay, aber Mama, warum sehe ich eigentlich anders aus als die anderen Kinder? Ja, weil du was Besonderes bist. Dein Papa ist Venom. Boah, Leute, habt ihr das gehört? Mein Vater war Venom, aber meine Mutter sieht ganz normal aus. Und ich bin irgendwie halt so Baby-Venom aktuell noch. Aber warum bin ich viel schwächer als mein Vater, als Venom? Ja, pass auf, einen Tipp kann ich dir geben fürs Leben, okay? Ja, Mama. Und zwar, wenn du nett zu Leuten bist, umso stärker wirst du, ja? Wenn du nett zu Leuten bist, kriegst du ein Power-Up ab. Ach, ey, Leute, habt ihr das gehört? Deswegen ist mein Vater Venom so stark, weil er Menschen hilft. Und umso mehr Gutes ich tue, desto stärker werde ich. Und aktuell bin ich halt noch 0 Jahre alt. Ich bin quasi noch Venom-Baby. Okay, danke, Mama, für den Tipp. Kein Problem. Muss ich jetzt zur Schule? Weißt du, wann der Schulbus kommt? Der Bus kommt gleich hierhin. Okay, ich gehe schon mal raus. Draußen. Ja, tschüss. Okay, tschüss, Mama. Hab dich lieb. Danke, Mama. So. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal raus. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, dass meine Mama normal ist und mein Vater irgendwie Venom und so. Aber wir gehen jetzt mal raus, Leute. Wir haben unseren ersten Schultag heute als Venom. Aber wie gesagt, Venom Junior. Wir sind Venom als Kind, Leute. Und da kommt der Schulbus. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, meine Mitschüler sind alle nett zu mir und die sind alle korrekt zu mir. So, wir gehen da jetzt mal rein. So, hallo, guten Tag, Herr Schulbusfahrer. Sind Sie ein Kind oder ein Alien? Ich bin ein Kind, Mann. Mein Vater war Venom. Was denn los? Warten Sie, steigen Sie kurz aus. Warum? Haben Sie eine Fahrkarte? Ja, natürlich. Hier habe ich von der Schule bekommen. Ich bin ein ganz normales Kind. Ich sehe nur ein bisschen anders aus als die anderen, aber ich bin ein normales Kind. Du Kind, komm mal kurz her. Okay, ich sage dir kurz, wie das funktioniert. Ja. Du wartest kurz hier und dann sage ich, du kannst einsteigen, dann kannst du einsteigen, okay? Ja, okay. Okay, Leute, warum ist der denn so scheiße zu mir? Das ist mein erster Schultag, Mann. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, dann einsteigen. Okay. Hey, bleib, hallo! Hey, Schulbusfahrer! Ich nehme nur Kinder mit, du komische Alien! Aber ich bin noch ein Kind, Mann, nur weil ich anders aussehe als die anderen, ey! Ey, Leute, selbst der Busfahrer mobbt mich. Schneller. Ey, Mann. Ey, ist okay, dann laufe ich halt in die Schule. Ey, Leute, mein erster Schultag fängt ja schon mal richtig scheiße an, Mann. Ey, ich verstehe gar nicht, warum mein Vater der echte Venom gut zu den Menschen ist, weil irgendwie sind die alle richtig scheiße zu mir. Aber okay, da müssen wir jetzt halt wohl in die Schule laufen. Wir sehen uns gleich in der Schule wieder. Ich hoffe, meine Mitschüler sind netter zu mir. Ey, nein, Leute, nein, mein Unterricht hat schon begonnen. Ich bin viel zu spät, Mann. Hallo? Hey, du! Ja, was los? Was bist du so blöd? Warte ganz kurz. Du bist voll blöd. Warum bin ich blöd? Warum bist du denn... Du bist komisch! Hey, du bist komisch! Hey, hör auf mich abzuwerfen, Mann! Können wir nicht Freunde werden? Ich bin ganz normal. Ich sehe nur ein bisschen anders aus. Nein, du bist voll uncool. Du siehst aus wie ein Monster. Du bist ein Monster. Monster. Hey, Keiner will mit dir Freund sein. Hey, Leute, ich werde hier gerade schon von dem ersten Mitschüler, den ich treffe, gemobbt. Ey, Mobbing ist voll uncool. Hör auf damit! Nein, du bist uncool. Ich könnte dich easy platt machen, wenn ich wollen würde. Aber ich darf meine Kräfte nicht gegen Menschen einsetzen. Wer macht hier wen kaputt? Ja, mein Vater ist Boxer. Mein Vater ist Boxen. Venom. Hör auf, mich abzuwerfen. Venom ist uncool. Superman ist viel cooler. Venom ist uncool. Hör auf, mich abzuwerfen. Hilfe, Monster. Nein, Leute. Das ist einfach so aus mir rausgekommen, diese Stimme. Was war das gerade? Leute, ich darf doch nicht böse zu Menschen sein. Sonst werde ich ja nie der große, starke Venom wie mein Vater werden. Scheiße, Mann. Ich muss echt besser mich kontrollieren, auch wenn die Menschen scheiße zu mir sind. Aber egal, wir gehen jetzt mal rein in den Unterricht. So. Joe, was mit dir, hä? Ja, ich habe der Schulbus ohne mich losgefahren. Tut mir leid. Schulbus, natürlich wieder Schulbus schuld, hä? Ja, das ist mein erster Schultag. Wo muss ich denn hin? Mein Name ist Venom. Erster Schultag und direkt. Komm, ich will mit. Wir mein Name ist Venom Junior. Wo ist denn meine Klasse? Mein Gott. Ja, sei mal ruhig in die Klasse. Erstmal gehst du jetzt hier links rein ins Büro hier. Komm. Okay, ja. Mein Gott, sag mal. Hey, ja, ich Kinder muss man erstmal richtig Respekt beibringen, dass hier mal pünktlich kommt. Hey? Du bist alt genug, um pünktlich anzukommen. Aber ich musste durch die ganze Stadt laufen, weil der Bus ohne mich losgefahren ist. Ja, weißt du, was das Problem ist? Wenn du zu dumm dafür bist, um selbst zu organisieren, wann du mal wo sein musst. Hey, hey Leute, der Lehrer macht mich voll fertig. Ich kann doch gar nichts dafür. Ich hab den Bus verpasst. Ja, okay, Lehrer, tut mir leid. Du bist ein Loser. Gut. Ein Loser fürs Leben wirst du sein, wenn du weiter so machst. Nein, ich will kein Loser sein. So, jetzt geh raus da hinten. Ja, ich sehe, ist einer der besten Schüler. Paul Berger!
Hä, Paul Berger? Ja, hallo, was los? Kümmer dich mal bitte um dieses Ding hier, ja? Einfach auf keinen Fall, guck mal, wie das spuckt und so. Ist mir scheißegal, kümmer dich um. Ey, kleiner Junge, ey, Paul Berger. Alter, mach mal deine Augen zu, die sind wie Laternen. Ey, Paul Berger, für jeden Scheiß, den der mag, du kriege auch Ärger. Ey, Paul Berger, mobbt mich voll. Dich jetzt, Mann. Paul Berger mobbt mich ja voll. Ich wusste gar nicht, dass der in der Schule sich so scheiße verhält. Ey, Paul Berger, ich bin ja neuer Mitschüler. Ich bin Venom Junior. Kannst du mir helfen, meine Klasse zu finden? Alter, wo? Hier, geh einfach irgendwo rein, Mann. Nerv mich nicht. Guck hier. Okay, warte okay. Warte einfach hier. Vielleicht ist es eine Klasse, vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung, Mann. Okay, Alter, ja. Dann warte ich hier. Du hast voll die Glühbirnsaugen, Mann. Ja, ich bin halt anders als andere Kinder. Mein Vater ist der echte Venom. Jojo, Paul Berger. Oh, ah, das ist Monster wieder, Paul Berger. Das oh, ist ein nein, Monster. Leute, da kommt jetzt wieder dieser Dante, der uns vorhin gemobbt hat. Ich hoffe, die mobben mich jetzt nicht beide zusammen hier. Sollen wir die mal zusammenhauen? Ey, Jungs, können wir nicht irgendwie Freunde sein? Wir können doch zusammen irgendwie eine coole Truppe machen. Ja, okay, guck mal, wir spielen ein Spiel. Wir spielen ein bisschen Billard, ja? Ja, Billard ist cool. Wow. Wo ist denn hier der Billardtisch? Oh, weißt du was, Paul Berger? Erst die Kugel. Ah, yeah. Oh, ey, hör auf mich zu. Ja, yeah, das ist doch, wie dass du mir Angst gemacht hast. Ey, Leute, Mann, alle sind voll scheiße. Ey, Alter, warum werde ich gar nicht? Warum haut ihr mich? Aua, warum haut ihr mich? Hört aber auf, das hört jetzt auf. Mit dem Spiel. Ey, der Lerner kommt, der Lerner kommt. Ey, scheiße, Mann, was ist denn alle hier los? Alle auf die Plätze schnell. Ey, Mann, warum hauen mich denn alle? Dante, können wir nicht miteinander befreundet sein? Nein, geh weg, du bist ein Monster. Mit Monstern darf ich nicht spielen. Hinterchen, Kinder, Hinterchen. Ey, Leute, Mann, mein erster Schultag ist richtig scheiße, Mann. Ich komm nach vorne, weil ich bin ein guter Schüler. Die Menschen sind alle richtig scheiße zu mir. Super, Dante, so. Hast du deine Hausaufgaben gemacht, Dante? Ja, natürlich. Ja, fein, super. Und du? Das ist mein erster Tag hier, ich hab noch keine Hausaufgaben. Du hast keine E-Mails bekommen mit Aufgaben. Wir haben E-Mails bekommen? Ja. Okay. Nur weil du ein rote, komische Stinkeratte bist, bist du hier nicht bevor. Ey, Leute, denkt uns Stinkeratte. Ey, hallo, ich bin... Klassenbuch. Ich bin doch keine Stinkeratte, nur weil ich anders aussehe. Hast du ein Buch dabei? Ey, Leute, sind hier alle so intolerant. Ja, ich hab darf meine ich Sachen natürlich dabei. Gehen? Ja, klar, dann geh auf Toilette. Danke. So, nix. Ja, Lehrer, ich hab doch meine Sachen Lehrer? Dabei. Ja, das ist gut, ein Truck ins Klassenbuch. Herr lieber Lehrer, ja, bitte, Dante. Ich hab gedacht, ich will nett sein zu meinen neuen Mitschülern. Soll ich ihm zeigen, wo die Toilette ist, damit er nicht mal fragen du, muss? Kannst du machen, ja. Warum ist der Dante denn auf einmal so nett so? Ja, okay, ich geh mit Dante. Alter, schnell. Okay. Natürlich. Angefangen. Ey, Dante? Ey, Dante, war voll nett von dir, dass du mir die Toilette zeigst, Mann. Ja, gar kein Problem. Komm mit hier. Okay, ja, voll nett. Das ist die Toilette für Jungs. Okay, danke, voll nett von dir. So, warte ganz kurz, ich habe eine Überraschung für dich, ja? Okay. Hey, Leute, der Dante ist auf einmal voll nett zu uns, voll cool. Eine Überraschung habe ich auch noch. Let's go! Hey, was soll das? Jungs, ich dachte, wir sind Freunde. Es reicht jetzt! Wow! Ey, nein, Leute, das ist schon wieder, ist diese böse Stimme aus mir rausgekommen. Mann, ey. Aber Leute, bitte guck mal. Einmal Venom Junior ins Lehrerbüro. Oh nein, jetzt muss ich ins Klassenzimmer. Ins Lehrerbüro. Ey, Leute, guckt euch mal an, wie wir im Spiegel aussehen. Vielleicht haben die anderen Kinder recht und ich bin wirklich einfach nur ein Monster. Ich wollte doch einfach nur nett zu allen sein. Leute, wisst ihr was? Mir ist egal, ich werde aus der Schule abhauen, ich werde nicht mehr ins Lehrerbüro gehen. Ich werde die Schule verlassen, alle hier hassen mich doch sowieso. Mann, so bringt das gar nichts und vor allem... Hey du, bleib stehen! Was? Ihr hasst mich doch sowieso alle. Du hast wieder geschwänzt, du kriegst heute Nacksitze. Ja, von mir aus, wir sehen uns. 4 Stunden. Ey Leute, wisst ihr was, ich werde die Schule hinwerfen, die hassen mich doch eh alle hier. Egal, wisst ihr was? Wir müssen versuchen, stärker zu werden. Ich muss groß werden, groß und stark wie mein Vater werden. Aber dafür muss ich gute Taten erfüllen. Wir müssen irgendwie gucken, ob hier Menschen Hilfe brauchen. Und wir müssen ihnen helfen, damit die Leute mich nicht mehr als Monster ansehen, sondern als Helden, Leute. Let's go. So, meine Freunde, wir müssen jetzt hier mal schauen, ob irgendjemand unsere Hilfe braucht, damit wir stärker werden. Wir sind hier mitten in der Stadt. Vielleicht kann ja irgendjemand hier Hilfe gebrauchen. Lass mal die Augen aufhalten. Ah! Ey, da vorne, der hat einfach die Frau angegriffen. Wir müssen hinterher. Keine Sorge, ich werde ihnen helfen. Ey, Leute, seht ihr den Räuber da vorne? Der hat einfach die Frau niedergeprügelt und hat die Tasche geklaut. So, bleib stehen, du Stück Scheiße, Mann. Warte, niemand, du vergreifst dich einfach an Schwächeren, an Frauen. Komm her. So, bleib stehen. So, gib die Tasche wieder her. Geh mal weg, Alter, kleine, bevor ich dich abknall, ja. Ja, du willst mich abknallen?
Ey Leute, der weiß nicht, dass ich wohl Burnham Junior bin. Versuch mich doch abzuknallen, hä? So, diese Kugeln, diese Menschenkugeln, die tun mir nämlich gar nichts an. Bam! Oh Leute, der wehrt sich, ich muss unbedingt stärker werden und schneller werden. Gib die Tasche her! Hilfe, bleiben Sie stehen, Räuber! So, ein Stück Schmutz. So, Dame, hier ist Ihre Tasche. Hier haben Sie die Tasche wieder. Ja, danke, danke, darf ich gehen, bitte? Ja, natürlich dürfen Sie gehen. Hey Leute, die bedankt sich irgendwie nicht mal richtig. Die hat irgendwie auch noch Angst vor mir. Was ist denn mit dem Typen hier? Kannst du mal eigentlich leise sein hier? Stück Schmutz. Ey, Leute, Mann, wir haben der Frau... Ey, wir haben der Frau voll geholfen und die sagt immer noch Monster. Ey, Mann. Ey, aber Leute, ich merke irgendwie... Oh, ich merke irgendwie, meine Kräfte stärker werden. Ich bin Burnham. Oh mein Gott, Leute. Alter, habt ihr das gesehen? Wir sind Venom jetzt geworden. Wir sind richtig, wir sind einfach stärker, größer, schneller, alles geworden. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, auch so neue Kräfte bekommen. Hey, wow! Oh, warte mal, da kam jemand gerade zu mir. Seht ihr, wie hoch wir springen können? Ja, hallo. Guten Tag, du siehst aus wie ein starker Mann. Ja, wie kann ich dir helfen? Mein Name ist Venom Junior. Lauchen, du einen Job, willst du Geld verdienen, ja? Ja, Geld ist immer gut. Wie kann ich denn helfen? Mein Boss sucht immer nach neuen Möglichkeiten. Ja? Okay, wer ist denn ein Boss? Mein Boss ist der Tuan. Ah, okay, Tuan. Okay, ja, klar, klar, natürlich. Sag mir, wo kann ich diesen Tuan treffen? Da habe ich einen Tempel, ja? Du kannst da runterfallen. Ich habe Hütte gegenüber von iClimax Auto, Bootverkauf, ja? Okay, okay, vielen Dank. Oh mein Gott, Leute! Let's go! Habt ihr das gehört? Jemand hat uns jetzt sogar einen Job angeboten. Wir sind ja jetzt auch größer geworden. Wir sind bestimmt schon, ich meine, gerade eben als Kind waren wir so 5 Jahre alt. Wir sind jetzt bestimmt schon so 30 Jahre oder so alt als Venom, weil Venom altert natürlich mit seiner Stärke, Leute. Wir sind jetzt einfach der erwachsene Venom. Und natürlich als erwachsener Venom brauchen wir auch einen Job. Und dieser Turan, der soll uns wohl einen guten Job anbieten. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Und ich glaube, wir sind jetzt auch richtig stark. Wir müssen das eigentlich mal testen, ob wir einfach so Leute jetzt so auch wegtragen können, wegschlagen können und so. Ob, ah! Okay, Autos können mich wohl immer noch umfahren. So komplett stark bin ich wohl noch nicht. Also ich muss noch ein bisschen stärker werden. Aber mit jedem Mal, wo wir Menschen helfen, werden wir stärker, hat meine Mutter ja gesagt. Also let's go zu Turan. Ey, Leute, hier muss das wohl sein, dieser Turans-Tempel-Turan. Hey, warte, da vorne meditiert jemand. Wir gehen da mal hin. So. Hallo. Hallo, spreche ich hier mit Turan? Leute, der sagt mir, halt meine, ich soll meine Klappe halten. Okay. So, ja, was geht ab, hä? Mein Name ist Venom Junior. Ja, und da bleiben das mit Junior. Du bist noch nicht stark genug. Hey, dieser Turan. Okay. Wie kann ich, sag mir, Turan, wie kann ich noch stärker werden? Als allererstes. Du musst aufhören, Leuten nur was Gutes zu tun. Aber meine Mutter hat gesagt, ich darf meine Kräfte nur für Gutes einsetzen. Ja, und wo hat sich das hingeblackt, eh? Du wurde angespuckt, du wurde geschlagen. Du bist noch nicht stark genug, ah? Hey, denke, du bist groß und stark. Denke, du kannst jemand Angst machen. Hiya! Oh, Alter, oha, Leute, dieser Turan ist voll stark, Mann. Aber Mr. Turan, woher wissen Sie denn, dass ich immer gemobbt wurde in der Schule? Das können Sie ich doch gar nicht wissen. Alles. Natürlich weiß ich das, eh? Glaubst du, ich krieg nicht mit? Glaubst du nicht, ich sehe die Schmerzen in dir, ah? Ja, doch, ich habe schon viel Scheiße durchgemacht. Alle haben mich immer gemobbt früher, obwohl ich immer nur gut sein wollte zu allen. Entscheide dich, willst du stark werden für andere, die dich unterziehen? Oder willst du stark werden für Leute, die dich wirklich lieben, ha? Was Gutes zu tun, heißt nicht, dass es Gutes ist, wenn du beste Menschen hilfst. Ja, das stimmt. Ich muss, ja... Aber ich muss allen helfen, wurde mir immer gesagt. Oh, alle, ha? Willst du dem Mörder um die Ecke helfen, ha? Willst du diese Jungs helfen, die dich gemobbt haben? Die willst auch helfen. Nein, nein, nein. Es geht nicht um Hilfe, es geht um Gelästigkeit. Um Gelästigkeit. Vielleicht hast du recht, Mr. Turan. Aber was, für was brauchst du mich? Wie kann ich dir helfen? Als allererstes musst du erkennen, wer gut und wer schlecht ist. Du musst erkennen. Es gibt viele schlechte Menschen hier. Und den musst du kaputt machen. Okay, vielleicht kannst du mich ausbilden. Wo erkenne ich, welcher Mensch schlecht ist? Wen soll ich kaputt machen? Komm mit. Hey Leute, dieser Turan will mich ausbilden, aber denkt ihr, dass was ist was sagst du zu den zwei Jungs da hinten, ne? Der eine am Lauchen, der eine am Handy. Was du denkst zu denen? Sehen aus wie normale Bürger, richtig? Ja, also ich würde denen jetzt helfen. Jungs! Ja, was los? Habt ihr wieder ein paar Menschen zu verkaufen? Ja, wenn du was willst, wir können dir auf jeden Fall ein paar Leute besorgen. Das sind Menschenhändler. Wer denn du was?
Eins! Ja! Auf, mach den kaputt! Okay! Los! Guck! Der rennt weg, der hat Angst vor mir! Hahaha! Und du machst wieder einen Fehler! Leg dich nicht mit Venom an! Ja, aber Mr. Turan, meinen Sie nicht, dass das reicht, wenn der Angst hat? Das leist, guck mal, das ist der dritte von denen! Das leist! Er knallt den einfach ab, aber warte mal, meine Kräfte werden auch gar nicht weniger. Das bedeutet, das ist das Richtige, was ich gerade tue. Weil wäre es falsch, dann würden meine Kräfte weniger werden. Okay, Turan, sag mir, was ich machen soll. Das hat mit falsch richtig zu tun. Das hat mit zu tun, das größere Bild zu sehen und der ganzen Menschheit zu helfen. Und nicht nur eine Person, die machen alles kaputt. Merk dir das, mein Kleiner. Okay, danke, Mr. Turan. So, als nächstes, du fahrst zu den Bolas. Okay, werde ich machen. Menschen. Alles klar, okay. Im Keller aus, wenn du kaputt machen musst und wenig. Okay, Turan. Wenn du listig sag bist, kommst du wieder. Okay, danke. Ey, Leute, dieser Turan hat gesagt, ich soll die Ballers kaputt machen gehen und das wird mir noch mehr Stärke geben. Und ich hab doch jetzt schon voll die krasse Stärke, aber wisst ihr was? Wir gehen da einfach mal zu den Ballers, Leute. Let's go! Und wow, Leute, wir sind hier und unser Lehrer Turan hat gesagt, wir sollen hier die Ballers kaputt machen. Da hinten. Oha, oha. Hey, ich nenne mich Monster. Was bist du hier? Hä? Du bist das letzte Mal, als mich Menschen Monster genannt haben, haben sie dafür bezahlt. Ja, mach mal hier keine Welle, ja. Wir sind hier Boris Streetman, wie Mensch fertig machen. Ja, Leute, die haben wohl noch nicht den neuen Venom kennengelernt. Oh mein Gott! Ja, ihr mickrigen Menschen, ihr mickrigen Menschen! Oh, Leute, schau mal, Turan hat mir noch eine Waffe mitgegeben. Oh mein Gott, Leute, ich merke sogar, wie ich noch stärker werde. Es ist der richtige Weg. Es ist vielleicht sogar der richtige Weg. Dieser Mr. Turan hat wohl recht. Der hat Waffen, nicht Junge, alle Menschen sind gut. Eure Kugeln sind nutzlos gegen Venom. So, kommt doch her. Legt euch nicht mit Venom an. Leute, was ist das hier für eine Sirene? Leute, was ist das hier für eine Sirene, die hier läuft? Was ist das? Oh, da hinten kommen Panzer. Oh nein, ich bin doch nur gegen schlechte Menschen, das ist das Militär. Sofort. Hey, Menschen, ich bin nur gegen die bösen Menschen, nicht gegen euch. Hände hoch. Ja, ist okay, ich hab meine Hände oben. Ich hab meine Hände oben. Verdammten Ballers, hä? Ich hab jetzt die Ballers eliminiert. Mr. Sergeant Militär, ich hab meine Hände oben, ich bin nur gegen die schlechten Menschen, nicht gegen die bösen, ich wollte nur Gutes tun. Corporal, einsteigen. Wir müssen werden den umbringen. Ja, wie? Nein, nicht umbringen. Nein, ich bin noch... Auf Wiedersehen. Nein. Oh mein Gott. Ich vertrag kein Feuer. Menschen, hört auf. Mission erfolgreich geschafft. Leute. Wo bin ich? Hä? Oh mein Gott, Leute! Ich bin ein Zombie-Venom, ich bin ein toter Venom, ich bin 100 Jahre alt oder so. Nein. Venom, Sunial! Ich hab dich gewarnt. Turan, du hattest recht, die Menschen sind böse zu mir. Du darfst nicht deine Macht ausnutzen, um Menschen zu helfen, die das nicht würdigen! Ja, das stimmt. Hab ich dir vor Anfang gesagt? Du hast nicht auf mich gehört. Was ist passiert? Dein Leben wurde von dir genommen. Aber ich hab noch Vertrauen in dir. Ich hab dich wieder zurückgeholt. Oha, Turan, du bist ja voll krass mit Meditieren und so. Leute, vergessen, dass wir die Starke, die Walesäcke kommt von jemandem und nicht von deinen Muskeln. Du immer das noch stimmt. Ein Zwacker bist, hä? Du wirst immer noch keinen Sonnenschlag von mir aushalten. Okay, Turan, ich werde dir vertrauen. Die Menschen sind scheiße zu mir. Ich will, dass du mich ausbildest. Ich bilde dich aus, natürlich. Willst du diesen Schlag, ja? Als allererstes, um das auszuteilen, was du willst, musst du erst einsacken lernen. Sei beleid. Okay. Oh, Schlag der 1000 Sonnen! Turan, warum tust du mir das an? Siehst du diesen Schmerz? Ja. Den bekommst du, weil du ein Zwessling bist. Ah. Ab sofort Training. Wir werden deine Muskeln, deinen Körper wiederherstellen. Ab sofort, du machst ein kleiner am Tag Meditation. Okay. Und danach werden wir irgendwann das Militär auslöschen. Aber als allererstes, ich will wissen, ob du es wirklich willst. Bist du bereit dafür? Ja, ich bin bereit.
Dann will ich, dass du dich lässt. Die Lache, die ist ein Feuer, was in dir packt, um Stärke zu klingeln. Die Leute, die gemobbt haben, mach die sofort kaputt. Okay, Tuan, werde ich machen. Leute, los geht's! Leute, ich bin der 100 Jahre alte Venom. Die Menschen haben mich komplett fallen gelassen und mich verraten. Und jetzt werde ich mich bei den Leuten rächen, die mich immer runtergemacht haben. Und zwar hier bei der Schule. Guck mal, da vorne ist dieser Dante. Dante, kennst du mich noch? Blödes Monster! Kennst du mich noch, Dante? Hilfe, Monster! Ja, jetzt werde ich mich rächen. Hilfe! Hilfe! Du kannst hier so laut schreien, wie du willst, aber dich wird niemand hören, Dante. Jetzt werde ich dir zeigen, was man mit Leuten macht, die andere mobben. Du bist doch Venom Junior. Ich bin Venom. Nein, ich bin nicht mehr Venom Junior. So, wer bist du? Ich bin jetzt nur noch Venom. Und dich werde ich jetzt hier in die Toilette tunken. So, los, geh in die Toilette rein. Hilfe! Du bist ein Monster. So, ich werde mich bei allen Menschen rächen, die mich hintergangen haben. Wo ist hier der Lehrer? Wo ist der Direktor? Oh, warte mal, hier sind noch andere. So. Wer Schüler heute? Du bist doch hier ein Lehrer, hä? So, ihr jämmerlichen Menschen, ihr habt mich alle verraten. Und ich wollte nur gut zu euch sein. So, jetzt werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Ich lass mich nicht von einem Monster hier angreifen. Ich werde die ganze Schule abfackeln. Ah, da ist doch noch mein Biologielehrer. So. Du nennst mich Monster, hä? Sieh zu, was du davon hast. Ja, deine Kugeln bringen nichts. Hilfe, nein, bitte Nick, bitte. Ich hab Frau, Kinder und noch Essen auf dem Herd. Leute, was sagt ihr? Sollen wir ihn verschonen mit seinem Leben? Schreibt's jetzt mal in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da. Und ich will eigentlich ein guter Venom sein, aber irgendwie die ganzen Menschen hier haben mich alle nur immer mein ganzes Leben lang verarscht. Und deswegen bin ich jetzt so, wie ich bin. Aber wisst ihr was? Ich bin sogar gutmütig zu ihm. Ich werde ihn sogar am Leben lassen. So, ich werde ihm aber noch eine Lektion erteilen. Hilfe! So, ach, da hinten läuft er ja. Da hinten läuft er ja. Los, Hund, greif ihn an! Angriff, Hund! Nein, lass mich in Ruhe! So, wir haben den Hund noch auf ihn gehetzt. Leute, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. 100 Jahre als Venom gespielt, das komplette Leben von Venom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, welchen Helden sollen wir als nächstes spielen und der Lehrer wird da hinten noch von dem Hund angegriffen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.